erstmal schönen guten Morgen aus Dänemark. Wir überlegen dann mal, was wir bei diesem bescheidenen Wetter machen. Ja, hallo und schönen guten Morgen aus Hvidesande, Dänemark. Ich habe keine Ahnung, ob man den Namen so richtig ausspricht. Vielleicht kann Murat mir da aus der Klemme helfen. Er ist ja Spezialist dafür. Und wir haben so ein bisschen den Regen gerade in einem Fischereimuseum abgewartet und sind jetzt mal hier in der kleinen alten Hafenstadt unterwegs. Meine Frau hatte eigentlich hier so einen Hotdog-Grill rausgesucht, aber ich glaube, der sieht zu aus. Ich zeige euch das mal. Ich glaube, der hat zu. Mal gucken. Wir gehen mal los, machen vielleicht noch ein paar Fotos. Es regnete schon wieder ein bisschen. Die Hotdog-Bude macht um 12 Uhr auf, es ist 10 vor 12. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Wir gucken uns jetzt ein bisschen hier um. Hier ist so eine Einkaufsstraße. Und dann muss ich gleich mal aus der Powerbank meine Fuji nachladen. Ich habe nämlich meinen Ersatzakku in der Ferienwohnung vergessen. So, wir mussten einmal kurz eine Regenpause einlegen und haben uns in einen Imbiss geflüchtet. Es hat eben so stark gegossen, dass wir richtig nass geworden sind. Ja, das Wetter ist uns nicht ganz wohl gesonnen. Das bleibt wohl so noch am Nieseln für eine ganze Weile. Wir werden jetzt mal zurückgehen Richtung Auto und dabei schießen wir bestimmt noch ein paar Fotos. Schon krass, dass man so hier so nah daran kann und das Ding. In Deutschland wäre alles abgesperrt. Und man sieht hier schön, der ist jetzt leer. Der hat hier angelegt, als er voll gemacht wurde. Als er voll war. Und als er dann festgemacht wurde, jetzt hat er sich dann runtergezogen, dadurch, dass er leer ist. Er ist auf der einen Seite hochgegangen und hier wird er durch das Seil unten gehalten. Tau, Seil, Tau heißt das, glaube ich, ne? In der Schiffssprache. So, wir gehen jetzt mal noch einmal um das Hafenbecken drumherum. Unser Auto steht eh auf der anderen Seite. Da hinten sind noch ganz viele Schiffe, die haben wir eben gar nicht gesehen.
Gucken wir mal, ob wir die auch noch so nah angucken können. Und da ist noch irgendwo so ein Bunker auf dem Berg, so als Aussichtspunkt da vorne. Den wollen wir uns auch noch mal angucken. Schon auf der anderen Seite jetzt. Meine Frau wird kurz dafür, da noch einen Hotdog rein. Und hier vorne steht ein Angler mit einer schönen roten Jacke. Ich gucke mal, ob ich den abgelichtet kriege. Schauen wir mal. Hier ist ja ordentlich was los. Also hier ist alles da, von kleinen Fischerbooten bis großen Hochseetrawlern. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch das ein oder andere Foto machen können. So, jetzt werde ich nur eben zu diesem Aussichtspunkt, dem alten Bunker da, hochmarschieren und dann da meine Familie wieder einsammeln. Denke ich, die müssten dann auch da sein. Und dann ist auch genug von hier heute, glaube ich. Es ist jetzt nass, ich habe nasse Füße, es nieselt immer noch. Ja, reicht. Ich glaube, ein paar Fotos waren auch dabei, das eine oder andere. Mal gucken, ihr habt ja jetzt schon gesehen, ich werde es mir zu Hause auf dem PC angucken. Alles klar. Also wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, bedanke ich mich recht herzlich und sage bye bye, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.